Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 4. Und ja, wir haben zumindest mal irgendein Heilmittel, das heißt Verhindern, gefunden. Und ich würde sagen, die Mission machen wir jetzt mal weiter. Und dann sind wir weiter. Die Mission haben wir ja eigentlich erst dadurch bekommen, dass wir eben hier in das Krankenhaus gegangen sind. Und ich schätze mal, ich bin deswegen, war ein bisschen blöd mit dem Cheat, das Terminal zu hacken, denn ich glaube, wir hätten das Passwort wahrscheinlich von dem Auftraggeber bekommen, zu dem wir jetzt halt zurückkehren, ohne dass wir jemals dort gewesen wären sind. Egal. Das Ganze ist mir aber bei Fallout schon, also auch bei Fallout 3 oder bei den Elder Scrolls Titeln, egal welchen, schon des Öfteren passiert. Ist mir schon des Öfteren passiert. Schauen wir uns mal hier auf der Karte an, wo wir da hin müssten. Oh, gar nicht weit weg von Diamond City. Ich glaube, das machen wir, wenn wir dort unten in der Kante sind. Komm. Will der Mischling, Mischling, Mischling. Nice. So. Haben wir schon mal ein bisschen Abendessen? Wäre so im Ernst, so ein Quartier für die Nacht ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Können wir in irgend so ein Haus nennen? Das ist schon mal zu. Warte, da sind sie. Also cool, wenn ihr Treffer langt, werden die mir auch gut geschrieben. Das ist schon mal. Das gefällt mir, so kann das sein. Ist Nutzinger verloren? Nutzinger wiedergefunden. Einstellungen. Audio. Wir sind nur auf dem richtigen Weg. Ah, wir gehen entfernen uns nochmal. Oh. Ah, es wird schwächer, es wird schwächer. Thank you.
Wow. Jetzt machen wir. Och! Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Ihr kriegt das hin. Ganz ruhig. Oh, yeah. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Wow. Dass man sich so schwer tut mit den Viechern da. Was ist hier passiert? Unbrauchbar. Unbrauchbar. Ritter Wahams Holomaske, Kronkorken, Fusionszelle, Lasergewehr plus ein SB-Kampfanzug. Unbrauchbar. Unbrauchbar. Hm. Die bekomme ich so nicht auf. So, damit haben wir wohl das Notsignal gefunden. So langsam wird es Mittag hier in, wer ist dieser Ort? Keine Ahnung. So, hier ist bestimmt kein Newcomer mehr drin dann. Aber.
Hier, das ist offen. Ich würde sagen, wenn wir schon so eingeladen werden, dann gucken wir es uns auch wenigstens mal an. Hier ist zumindest schon mal eine Kochstelle. Da ist die Schule, das haben wir alles. Da ist dieser Selbstschutzbunker. Ah, da haben wir das Memorial Hospital. Also es ist doch ein anderer Ort wie da drüben, das Krankenhaus. Zwei Krankenhäuser, zwei Kliniken. Ach, und hier sind die Mutanten drin. Ja, würde ich sagen, starten wir doch mal den Mutanten einen Besuch ab. Alter! Nein! So, und jetzt müssen wir uns erstmal ins Stimpack reinhauen. Gute Sichtlinien, viel Deckung. Wer auch immer das angelegt hat, wusste, was er da macht. Ich dich finde, dich umbringen.
So. Also es scheint zunächst mal größer zu sein, wie wir das ahnen. Die OP-Saal ist schon mal verschlossen. Das Geräusch da, was das sein? Was? Schon Angst? Ey, wo ballert er denn hin? Triff doch mal. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Da war schon wieder irgendwas Legendäres. Und ich hab's verpasst, weil ich zu gierig bin und zu schnell wegdrücke und weiterdrücke. Aber so bin ich halt immer viel zu schnell. Viel zu schnell. Okay, hier geht's wieder runter. Und diesmal geht's hier ganz runter. Der Weg ist zugeschüttet. Da knacke ich sicher nicht. Okay. Mein Hacker-Skill ist zu niedrig dafür. Gut, so ist es halt eben. Wir haben halt einen Glückspilz gemacht und keinen Hacker. Und wir könnten sowieso noch mal ein Level up machen. So. Also ganz oben haben wir damit abgeschlossen und diesen Flügel haben wir damit abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt diesen Raum genauer an. Und der Ball da drüber.
Diesmal kriege ich aber das Stück. Ach, schon wieder gemeint, dass wir beinahe auf den geschossen. Problem ist, ich finde hier nichts, was uns weiterbringt. Deswegen. Ich werde schon noch rauskommen und das wird ja gar nicht so lieb sein. Das verspreche ich dir. So. Das war der Weg. Also gehen wir jetzt hier hoch. Okay. Das hat es jetzt irgendwie nicht gerade nicht wirklich gebracht, das mit dem Aufzug. War aber mal. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass da was drin war. Es ist echt Wahnsinn, wenn man sich mal vorstellt, dass es ein Gebäude gab, nur um Kranke zu heilen. Höher. Da waren wir eben, da war nichts zu holen und nichts zu wollen. Komisch, naja. Die Dinnerkabel holen wir schon mal mit. Alter. Zum Hölle werft die ganze Zeit die Granaten. Machen wir uns auf den Weg. Warte mal. Ich warte ja. Es war wohl doch nichts. Nö, nur ein paar Supermutanten. Also diese Mittelräume gucke ich mir nach hier an, auf jeden Fall. Wenn wir die Anlage hier, nennen wir es einfach mal, gesäubert haben.
Ja, ich kämpfen und ich dich töten. Zwar jetzt noch. Das Ding kann ich nicht hacken. Okay, ich breche zu schnell vor. Ich verpasse auf dem Weg wichtig. Unter Umständen halbwegs wichtigen Loot. Nein! Der wird mich jetzt beinahe runtergeschmissen. So, was ist in diesem Koffer drin? Klack. Geschafft. Patrone, Patrone, Impro. Kronkorken, Vorrat. So, hier geht's schon mal nicht weiter, deswegen gehen wir jetzt den Weg nochmal zurück. Ich weiß, ich hätte einfach können hier runterspringen, aber das ist... Wie gesagt, ich habe Angst, dass ich irgendwo was verpassen könnte. Da sind wir nochmal bei dem Aufzug. Selbe Spur wie eben. Jetzt verstehe ich es, wer will. Okay, hier geht's weiter. Ganz kurz an den OP-Terminal. Medford Medical System, willkommen. Medford Memorial Hospital, bla 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 bla. OP-Musik an aus. Ausschalten. Anschalten. Sein.
wären sie weg. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Nicht den Plünderern ist gut. So. Sind wir auch gleich fertig mit der Folge? Wo es dann nächste Woche weitergeht, besser gesagt. Besser gesagt, morgen Abend um 20 Uhr. Jetzt machen wir es dann noch gerade fertig. Rein der Vollständigkeit halber. Da haben wir einen Ray. Wir sind aber weit gekommen. Ich würde mal sagen, dann sind wir soweit jetzt hier fertig. So, das nächste Mal geht's draußen weiter. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle die Folge. Macht's gut, bis morgen Abend 20 Uhr, euer Replika 666.